Herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within mit Arisu. Ich bin Arisu und ich muss mal gucken. Also, in der letzten Folge hatten wir das große UFO. Uppala. Uns geht's einigermaßen okay. Also, Ägypten sieht gerade nicht so gut aus. Die USA sieht sowieso nie gut aus. Frankreich macht mir Sorgen. Wir müssen auf jeden Fall mal endlich jemanden fangen. Ich habe das bei der letzten Mission auf jeden Fall komplett vergessen. Also den Pulsbogen mitzunehmen. Ja, ich denke, wir lassen einfach mal weiter scannen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade nichts so Dringendes. Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Ja, wir haben Ägypten. Wir haben China und Russland. Sieht jetzt erst einmal eindeutig aus, aber mal sehen, Ägypten, wenn wir uns darum nicht kümmern, sind wir weiterhin bei Ägypten auf Rot und bei Südafrika auf Orange. Russland, ja, wenn wir uns um Russland nicht kümmern, kommen wir bei Frankreich auf Rot. Wenn wir uns um... Moment, was war das andere? Das war andere, war China oder Japan, ne? Eins davon. Da, ich glaube, es ist tatsächlich das Beste, wenn ich mich um Russland kümmere. Ägypten ist sowieso schon auf Rot. Und wenn Südafrika auf Orange geht, ist das noch in Ordnung. Wenn Frankreich auf Rot geht, wäre das ein Problem. Alle sollen sich für den Moment von der Technikabteilung fernhalten. Sie testen dort unten potenziell gefährliche Ausrüstung. Ach was, sowas in unserem Projekt. Ja, ich denke, wir machen das hier tatsächlich. Hat noch einen Vorteil, es ist eine leichte Mission. Eventuell können wir da jemanden fangen. Tja, Entschuldigung, Captain. So. Wir haben Ouija dabei. Okay, Ouija. Du wirfst mal bitte die Granate weg. So. Okay, wir sind bereit. Sind wir wirklich bereit? Hier haben wir die bessere Waffe. Ja, gut. Bin ich ja mal gespannt, ob wir was hinbekommen mit dem Pulsbogen. Transporter ist eingetroffen. Dieser Einsatz führt uns nach Russland. Die Entführungen durch die Aliens werden von Tag zu Tag dreister. Uns erreichen Berichte von Angriffen am helllichten Tag. Wir sind die einzigen, die dieser Bedrohung etwas entgegenzusetzen haben. Daher sollten wir da eingreifen. Die haben anfangs auch am helllichten Tag angegriffen. Also entweder das oder wir sind verdammt zu spät gekommen immer. Kann ich hier direkt aufs Haus hochspringen hinter uns? Big Sky ist im Anflug auf den Entführungsort. Nee. Strike One erwartet drei Wetter euch hier hoch. Verstanden, Big Sky. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Passt auf euch auf, Leute. Und flupp. Okay, ich hatte angenommen, hier wäre... ein kleiner Vorsprung, mit dem man Deckung hätte. Da habe ich mich wohl geirrt. Schauen wir mal, was hinter dieser Tür ist. Nichts Böses, wie es aussieht. Position bestätigt. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Mal, wie weit geht's denn auf der Seite? Na, ein ganzes Stück weiter. Okay. Der Kampf wird höchstwahrscheinlich eher im Haus stattfinden oder hier hinten. Ich denke, eine gute Position für Lefebvre wäre dann hier hinten. Aber jetzt gehen wir erst einmal mit Gabelstapler hier rein. Okay, weiter nichts Böses zu sehen. Okay, wir spurten mal mit Papa Bär hier hin. Dann umlaufen wir mit ihm das Haus erst einmal, während die anderen langsam da sich hier drin vortasten. So, Feldposten. Feldposten. Feldposten und... Ja, auch Lefebvre erst einmal...
Auf Feldposten mit der Pistole. Ganz sinnvoll an der Position. Okay, wir haben mindestens einen Mechtoiden da. Mate, das Ganze, also alles wie immer. Kein wirklicher Zwang, das zu bekommen. In Bewegung. Okay, hier ist immer noch nicht zu sehen in diesem Falle. Fevre, geh mal erst einmal hier hin. Okay, noch nicht zu sehen. Und immer noch nicht, okay. Oh, oh. Oh Gott, wenn die nach oben kommen, dann habe ich ein großes Problem. Ich müsste mit Lefevre runterkommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die hochfliegen können. Papa Bär hat auch ein Problem. Okay, Schotzi, kommt mal bitte hier hin. Nicht sprinten. Und auf Feldposten. Was machen wir mit Papa Bär? Mit Papa Bär laufen wir hier rum. Wir gehen hier lang. Das Mate werden wir wohl nicht kriegen. Ah. Ja, das ist ungünstig. Schotzi, kommst du? Ja, sehr gut. Sturm und Schuss. ...99% Trefferchance sollte reichen. Absolut sicher, mit einer Schrotflinte so einen Schuss zu machen. Okay, wenn Lefevre keinen anderen Schuss abbekommt, dann ist alles in Ordnung. So, Feldposten. Verstanden, Commander. Hier wäre besser gewesen. Viel, viel besser. So, und weiterhin Feldposten mit der Laserpistole oder? Obwohl, Moment. Wenn hier jemand angegriffen wird, der nicht sie selbst ist, dann ist das Rejaw und ich glaube, auf die Entfernung bringt die Dings da. Das richtige wäre schon mehr. Kann ich leider nicht genau herausfinden. Okay. Wenn ich mit Bishop hier hingehe. Okay, im nächsten Zug könnte ich damit rangehen und das einsammeln. In Bewegung. So. I'm on my way. Gut, dann gehst du bitte auf Feldposten. Du gehst auf Feldposten. Du gehst auf Feldposten. Du ebenso. Und Schotzi geht ein Stück nach vorne. Und ebenfalls auf Feldposten. So. Sehr gut. Die armen Leute, die dort wohnen. Hatten das Glück, weit genug von der Dings da weg zu sein, aber von dem Entführungsort weg zu sein. Und dann werden sie von Laserstrahlen erschossen. Okay, ein Gratis-Mate, sehr schön. Bin mir fast sicher, es ist nicht weise, sich dorthin zu stellen. So, und nachladen. Wir haben ja jetzt gerade nichts Aktives hier.
schon bereit. So, auch mal nachladen. Auch nachladen, bitte. Nachgeladen. Und ja, hier können wir gleich rüber hopsen. Machen wir erst im nächsten Zug, denke ich. Aber sonst wird das hier im Weg sein. Okay, Feldposten. Drücke aus. Okay. Erst einmal sehe ich da nichts Gefährliches. Wir spoten hier mal, damit wir bessere Sicht bekommen. Oh Gott. War jetzt nicht das, was ich erhofft hatte. So gar nicht. Oh Gott. Okay, erst einmal, Omega, was sagst du? Omega sagt, sie will nicht. Das ist unschön. Okay, wenn wir das hier zum Explodieren bringen, beides, dann könnte dem das einigen Schaden zufügen. Außerdem kommt er ein bisschen näher. Und damit könnte er in Omegas Reichweite kommen. Ja, sehr schön. 100% Trefferchance. Na, nehmen wir noch die Chance auf den Crit mit rein. Sehr gut. Oh, wenn der hier zu nah rangeht. Oh, sehr schön. Bam, weg. Gar kein Problem. Auf den da hinten dürfen wir jetzt gerade nicht schießen. Aber wenn wir da das Auto entfernen könnten. Moment. Klar, doch, wenn wir näher rangehen, dann können wir das Auto entfernen und ihm Schaden zufügen. So. Ich bin nämlich nicht sicher, ob das Auto entfernen was bringt. Deswegen will ich auf jeden Fall beides machen. Flupp. Ich habe sie zu wenig getroffen, die Autos. Die brennen jetzt nur. Okay, das Gute ist, der muss laufen. Der kann da nicht einfach stehen bleiben. Keine gute Chance, aber mit Feldposten können wir ihn zumindest noch unter Beschuss nehmen. Ja, und hier müssen wir leider den Zug beenden. Oh, okay. Aua. Und. Bäm. Ein weiterer Sieg. Oh, okay. Das lief jetzt schneller, als ich gedacht hätte. Ja, zwei Kanister bekommen. Es waren tatsächlich nur die vier Gegner. Das ist wenig. So kann ich doch niemanden gefangen nehmen, Mensch. Aber okay, es war eine leichte Mission. Okay, Bishop ist für 3 Tage krank. Das ist in Ordnung. Hat eine bessere Abschussrate als Unterstützer, als Shotzi, die eine Killerin sein. Wie viel hat denn Omega? 25. Okay, 2 Abschüsse pro Einsatz. Das dürfte auch das Beste sein, das wir haben, ne? Papa Bär hat immerhin 1 pro Einsatz. 5 Einsätze, 7 Kills. Ist in Ordnung. 22. Ja, Omega ist von meinen Leuten, von den Leuten, die wir jetzt bei hatten, zumindest die beste. Mutonleiche, Berserkerleiche, 20 Mate und 2 Sucherwracks. Captain Dennis Dobrynin ist jetzt dabei. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Und
Ja, keine neue Panik, aber jetzt haben wir eben etwas, das noch dunkler orange ist. Aber wir konnten Frankreich ein bisschen davon wegholen, das ist schon mal schön. Ägypten, Südafrika. Das Problem mit Südafrika ist, da können wir nicht einfach einen Satelliten hinsenden. So, Munition sparen ist gleich fertig, ein Firestorm wird bald fertig sein. Wir haben 18 Legierungen zurückbekommen, das ist gut. Und 30 Mark haben wir. Können wir dann hier irgendwas anderes Wichtiges gerade noch machen? Verbesserter Pulsbogen. Drohnenabfang. Damit kann man Drohnen mit dem Pulsbogen holen. Wir sind zuversichtlich, dass sich unsere Pulsbögen zum Angriff auf gegnerische Drohnen aufrüsten lassen. Damit könnten wir für den Rest des Einsatzes die Kontrolle über die fliegenden Drohnen übernehmen. Verbesserte Pistole könnte wichtig sein. Machen wir mal. Ich kümmere mich darum, dass die Herstellung sofort beginnt. Sehr gut. Sobald wir etwas haben, melde ich mich. Hier müssen wir gerade nichts machen. Okay. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Die MP-Kanone ist auch gleich fertig. Ah, das ist unser Firestorm. Gleiche Bedingungen. Die sind immer noch in der Überzahl. Also, zumindest nach dem, wie es jetzt immer wirkt. Also, ich weiß nicht, ob sie tatsächlich mehr Leute, mehr Militär haben als die Erdlinge, aber... Okay, 31 Mark zurückbekommen, 6 Legierungen, 3 Illyrium bekommen, sehr schön. Weitermachen. So, wo packen wir den Firestorm denn hin? Überall sind schon welche, das heißt, wir können den theoretisch in Europa einfach lassen, ne? Oh. Demon 1. Hier kann man weiterhin nur... Ja, man holt sich weiterhin nur die Ravens. Und weiter geht's. EMP-Kanone fertig. Codename Ion. Bei der Entwicklung einer elektromagnetischen Waffe, deren gebündelter Impuls den Abwehrschild der Alienschiffe durchschlagen sollte... mussten wir hauptsächlich einen Weg ersinnen, die empfindlichen elektronischen Schaltkreise unserer eigenen Maschinen abzuschirmen. Die Funktion der Waffe selbst war schon von vielen Streitkräften der Erde im Einsatz getestet worden, sodass wir da nun noch wenig zu entscheiden hatten, etwa die Energieversorgung und die effektive Reichweite. Obwohl die zusätzliche Abschirmung für die Elektronik eine Rekonfiguration der Waffenaufhängung erfordern wird, gehe ich davon aus, dass es für die Technikabteilung kein Problem darstellen wird, den Anbau der Flügelkanone durchzuführen. Wenn unsere Piloten den Impuls auf ein UFO abfeuern können, sollten wir es mit minimalen Schaden an den Artefakten und der Ausrüstung darin abschießen oder zur Landung zwingen können. EMP-Kanone zur Herstellung verfügbar, Projekt Schiff Reparatur an der Gießerei verfügbar. Die EMP-Kanone wurde entwickelt, um mehr Alien-Technologie aus abgeschossenen UFOs bergen zu können. Die wertvollen Alien-Systeme werden zwar deaktiviert durch den EMP, aber nicht beschädigt, sodass man sie bergen kann. Schiffreparaturen, nachdem wir eine der kleinen Alien-Drohnen untersucht haben, halten wir es für möglich, ihre Roboter-Reparaturfähigkeit auf unsere Pulsbögen zu übertragen, sodass unsere Soldaten damit im Kampf Schiffs reparieren können. Klar, haut mit dem Knüppel auf den Schiff, der repariert sich dadurch. Oh, und der Berserker, den können wir sofort analysieren. Das, ja stimmt, das war in der letzten Mission und ich habe nicht mehr dran gedacht vorhin. Aber ja, ich hätte dafür auch die Forschung unterbrechen müssen, ich glaube nicht, dass das so wichtig gewesen wäre. Auch mehrere Stunden nach seinem Tod ist der Körper dieses Aliens noch warm. Eine chemische Analyse des Körpergewebes dürfte uns eine Erklärung für dieses merkwürdige Phänomen liefern. Sein Gehirn weist eine fast modulare Struktur auf, die beschädigte Gehirnpartien schnell abschotten kann. Die Männer nennen diese Bestie den Berserker. Auch wenn er ähnlich gebaut ist wie der Muton, scheint er aus uns unbekannten Gründen sehr blutrünstig zu sein und dabei wenig Rücksicht auf seine Sicherheit zu nehmen. Codename Anaconda. Okay. Auch wenn es den bislang katalogisierten Mutons ähnelt, ist dieses Exemplar anders als der Rest seiner Spezies. Unsere Daten nennen es den Berserker, wegen seiner uncharakteristisch aggressiven Taktik im Gefecht. Er weist zwar den gleichen Körperbau auf wie die anderen Mutons, aber aus bislang unbekannten Gründen scheint der Berserker in einer Art Blutrausch zu kämpfen.
Er stürzt sich in den Kampf ohne Rücksicht auf seine eigene Sicherheit. Die aktuellen Theorien über den Grund dieses Verhaltens haben uns veranlasst, mögliche genetische Manipulation der endokrinen Drüsen des Testobjekts zu untersuchen. Endokrin, ich glaube, ich habe da gerade ein T irgendwo eingebracht, wo es nicht hin sollte. Beziehungsweise der Drüsen, die in diesem Fall männliche Hormone auszuschütten scheinen. Wenn die Aliens diese Drüsen verändert oder vergrößert hätten, könnte das die Ausbrüche des Berserkers erklären. Details über die Kampffähigkeiten dieses Wesens sollten verfügbar sein, wenn Sie im Gefecht den Einheitenanalysebildschirm auf ein anderes Exemplar dieses Typs anwenden. Kampfstimulantien zur Herstellung verfügbar und Neuraldämpfung im Genlabor verfügbar. Kampfstimulantien. Dieser kräftige Stimulantien-Cocktail wurde aus einer Chemikalie destilliert, die in den Drüsen der Muton-Berserker vorkommt. Er verleiht unseren Soldaten kurzfristig einen Schub auf die wichtigsten Werte. Neuraldämpfung hilft mit plus 20 Willenskraft bei der Verteidigung gegen Zielangriffe und macht immun gegen Panik. Stimmt, Zieh kommt ja noch dazu irgendwann mal. Ich bin so nah am Anfang immer noch. Steht der Soldat unter Gedankenkontrolle, endet diese Kontrolle und der Soldat wird stattdessen eine Runde lang betäubt. Und die Titanrüstung können wir jetzt endlich mal reinbringen, sobald ich so vorlesen konnte. 15 Legierung. Und wir müssen wirklich langsam mal jemanden fangen, sonst geht uns die Forschung aus. Wie wir beobachtet haben, tragen einige der Invasoren überschwere Rüstung, die ihnen trotzdem volle Beweglichkeit ermöglicht. Das hat uns gelinde gesagt etwas verwirrt, doch mit unserem neu erworbenen Wissen über die Energiequellen und Materialien der Aliens könnten wir eventuell bald einige Energierüstung entwerfen und die Fähigkeiten unserer Mechs verbessern. Was mich verwirrt, ist, dass dann nicht alle sowas tragen. Gut, dann denke ich, beenden wir mal die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Mal sehen, was wir da so machen. Ich hoffe, jemanden einfangen. Bis dahin, nipp wohl, hinter die Kommentare und adios.